So, jetzt sind wir live. Schönen guten Abend, wenn überhaupt schon jemand da ist. Und Punkt, oh, Doppelpeace, auch dir, Patrick, du bist schon da, sehr schön. Sehr schön, das freut mich, dass du schon pünktlich reinschaust. Ich sehe gerade, bei mir ist das Fenster noch auf, einen Moment. Ich will hier meine Ruhe haben beim Streamen. Dü. Und nachdem wir immer noch Sommer haben, auch wenn es gerade draußen nicht so eigentlich danach aussieht, fangen wir heute mal mit Beachvolleyball an. Mal schauen, wie ich mich drin schlagen werde. Ui, hast du auch Cuphead drunter geladen und schon ein Boss? Ui, aber immerhin, ersten Boss schon gemacht. Nicht schlecht. Stimmt, ist ja dieser komische Karotten- oder Kartoffel-Karottenkopf. Hier haben wir F1, müssen wir drücken für Einspielung. So. Das ist nur der Ladebildschirm, nicht erschrecken. Okay, wie es ausschaut, fangen wir in London an. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wie wir uns beim Volleyball schlagen werden. Okay. Yay! Nein! Oh Gott, der Gegner hat schon einen Punkt gemacht. Und jetzt. Oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Yay! Jetzt haben wir mal den Ball rübergebaggert. Ah! Nein! Wir sind schon 4-0 hinten. Muss jetzt auch mal so einen Schmetterangriff hinkriegen, sonst wird es nämlich nie was. Nein! Muss ich da vielleicht den anderen Knopf drücken? Natürlich immer. Ah. Ah, immer blöd und schlecht, wenn man keinen Trainingsmodus hat. Was? Wir haben schon verloren. Ach, wie schade. Okay. Ja, toll.
Jetzt kriegt man nicht mal mehr einen Aufschlag hin. Okay, eins, zwei und rüber. Der baggert immer bloß. Und wenn der baggert, bekommt er nicht so einen Schmetterfall hin. Ui, jetzt haben wir irgendwie mal einen Punkt gemacht. Und BAM! Ah, mit Volleyball konnte ich schon früher in der Schule nicht viel anfangen. Ah ja. Und hochdrücken, dann hüpfen. Jetzt. Oh! Jetzt hüpft man im letzten Moment. Oh Gott, wir werden immer schlimmer, bevor es besser wird. Okay, jetzt einmal zuguckt, wie die das immer machen. Weiß jetzt gar nicht, ob da jeder Gegner drei Phasen hat, aber kann schon sein. Boom. Nein! Oh. Und jetzt, oh nein, aber so in der Art geht es, wenn man den Ball zuspielt, dann muss der eine hochhüpfen und dann runterhauen, den Ball. Kommt da immer zu spät. Oh, aber wir haben den Ball noch rüberbekommen. Trotzdem steht schon 0 zu 5. Thank you.
Immer diese krachenden Niederlagen dann auch. So. Ei. Immer ein Schritt zu spät. Jetzt haben wir immerhin den Ball aber doch trotzdem mal noch ein bisschen länger in der Luft halten können als sonst. Wenn der Ball natürlich schon unten ist, brauche ich auch nicht mehr hochhüpfen. Das war doch eigentlich schon aus der Ball. Jo, kann ich irgendwann auch mal machen, wenn ich mal ein bisschen hier durch bin. Dass wir einen Wunschstream und auch einen Raffle-Stream mal machen. Nein! Oh Gott. Thank you.
Ach, so ein Idiot. Kommt ja immer ziemlich schnell 7 Gegentore, ey. Punkte. Oh Gott. Jo, bis der immer hochhüpft, ist der Ball schon. Na, fast. So schlecht ausgesehen. Die Winnie! Schön, dass du reinschaust. Du Beachvolleyball-Match. Jetzt. Ah! Nein! So ein Blödsinn! Ah, wieder gefailt. Jo, jetzt haben wir mal einen schönen Aufschlag gemacht. Nein! Den Hafen finden Sie unterhalb der Stadt. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Jo! Wie muss ich denn da hinstehen? Du Blödsinn! Drück doch schon die ganze Zeit.
Tier ist echt nicht. Schaudlich stört jetzt gar nicht mehr. Hey, hört das nicht bald mal auf? Was soll dieser Heidenlärm? Ach, reg dich doch nicht auf, Asterix. Das sind doch nur arme Hunde, die von wahnsinnigen Menschen kaputt gemacht wurden und die dann immer mal wiederkommen, damit wir oder andere... Nein, das ist schon etwas anders. In Wirklichkeit sind wir nämlich Gespenster, die jeder... Ihre Schauermärchen interessieren mich nicht. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ja, nein. Sie werden mir jetzt zuhören. Wir sind gelaufen. Schleudern den Speer. Machen Ringkämpfe, widerstehen Priesterinnen, Zauberern, Köchen, Bestien, Angestellten, Krokodilen, Geisterschwachen und haben überhaupt noch nicht geschlafen. Also wenn Sie von uns was wollen, Sie alter Knochenkopf, dann kommen Sie gefälligst morgen wieder. Was wollen Sie, alter Knochenkopf, dann kommen Sie gefälligst morgen wieder. Ah ja, aber... Das war's jetzt mit Volleyball. Jetzt gehen wir zum nächsten Spiel über. Nachdem wir fast eine halbe Stunde nichts reißen konnten, dann gucken wir mal, ob es jetzt bei Batman besser wird. Na, Batman. 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 Axis Chemical Factory. Ui. Wow, Hilfe! Hallo. Ah ja, klettert die Leiter. Denn dies und das und dies. Kreide dir mal mit dem Schaden! Jetzt ist aber Schluss mit Ihnen wachsen, sonst erlebst du was! Grüße dich, Danny! Yay, Batman! Batman! Arm, Da, nimm dies! Ui! Hey! Hey! Ouch! Ouch! Hey! Was fällt denn dir rein? Danke für den Host. Brr. So. Nein. Aber immer nehmen wir, glaube ich, keinen Fallschaden. Ach, der dicke Herr möchte zuerst. Ich bin nicht dick. Gut. Der dicke Herr fängt an. Warum sind wir jetzt verreckt?
Und schießt nicht auf Leute, die gerade die Leiber hochklettern. Wirst du auftauchen? Ja, was soll denn das? Schluss jetzt! Gott, jetzt komme ich mal mehr hoch, oder was? Gleich explodiert. Ei. Jo, dann kann der Patrick auch mal einen Cuphead-Stream machen. Auf Extreme. Flieg doch da nicht runter, du Depp. Abend, Insider. Willkommen zu Batman. Na, Batman. Und ich glaube, der Batman hier ist viel cooler als derjenige, den du mal gespielt hast. Weil der hier kann sein Ding ausfahren. Er kann sein Ding ausfahren und sich daran hochziehen. Nein! Oh, ich sehe gerade, wir haben ja den Timer. Eieiei, ist natürlich nicht so praktisch. Ja doch, geh doch da hoch. Fahr dein Ding aus und zieh dich nach oben. Ja, ist ja schön. Ja, das ist echt ein gutes Feature. Ach, wenn ich an die Wand bamse, nehme ich Schaden. Das macht eigentlich Sinn, wenn ich so richtig cool. Mit der Fresse gegen eine Wand knallen, das sollte Schaden nehmen. Das ist zumindest logisch. Wie so BÄM! Er geht. Oh Gott! Der klettert dann noch schlimmer die Leiber hoch als jeder andere. Heieiei. Jetzt fährt er sein Ding wieder mal mehr aus. Wahrscheinlich hat er es kaputt gemacht. An der Stelle doch nicht. Und sein Ding fährt immer in den unpassendsten Situationen aus. Oh, Batman. Ja, geht doch. Yay, wir sind mal weitergekommen. Ah, jetzt kommt aber wieder so ein Idiot.
nichts damit stellen. Batman ist ein anständiger Mann. Ui. Da unten schießt einer hoch. Ja, nimm dies. Jesus, jetzt kommt sie hier von allen Seiten. Nein! Oh, Game Over. Ach, das versuchen wir gleich nochmal. So schlecht waren wir gerade gar nicht. Nachdem wir herausgefunden haben, wie wir unser Ding benutzen. Nur schade, dass das so gut wie keine Musik hat. Batman the Movie. Ach ja, wie ich ja vorhin bei Discord schon geschrieben habe, ist heute mein Dings gekommen. Mein, der Herr reicht ein rein in den Schrank. Mein Xbox Wireless Receiver zu installieren war ein bisschen anspruchsvoll, aber ich habe es dann hinbekommen. Und es funktioniert. Dann sind wir mal gespannt, wie wir uns dann morgen bei Yoshi anstellen mit dem neuen Controller. Wenn wir dann auch keine Ausrede mehr haben wegen Kack-Controller. So, ziehen wir uns am besten mal hier hoch. Ach, da wirft der Idiot rüber. Oh, der sieht uns doch gar nicht da unten. Nein! Ich hab's dann vorhin dann auch schon mal kurz angespielt, Yoshi mit dem Controller. Also es lässt sich schon mal deutlich besser steuern als vorher. Gut. Es wird jetzt wahrscheinlich am Anfang auch wahrscheinlich ein bisschen, bis man sich wieder dran gewöhnt hat. Die andere Steuerung. Aber wird bestimmt lustig werden. Und nachdem wir ja auch Sonntag schon einen ganz ordentlichen Fortschritt hinbekommen haben. Ich habe Yoshi nie mit der Tastatur gespielt. Ich habe Yoshi immer mit diesem Controller hier gespielt. Und da war es immer furchtbar, weil dann der Knopf immer mit mir richtig reagiert. Und ab morgen spielen wir es hier schön mit Xbox. Mit Tastatur kann man das nicht spielen. Also, so bekloppt bin ich dann auch nicht. Dass ich den Quatsch noch mit der Tastatur spiele. Oh, jetzt geht doch. Geht doch. War schon auch in Weiß. Da freut sich der Controller, wenn du denselben hast. Das ist dann einer mit Ding, mit Akku. Also den kann ich dann quasi einstöpseln zum Aufladen. Und brauche nicht irgendwie Angst haben, dass mir die Batterien leer gehen.
Oh. Bam, bam. Ah, der Idiot ist wieder da oben. Ah ja. So bekommt man den Weg. Hey, hör auf. Hey. Weißt du halt genau, wo wir hin müssen? Na, Führer, Batman! Ja, wir sind tot. Gut, schon gut. Also, wir haben Nektar und Ambrosia. Hm? Nektar und Ambrosia? Och, was ist denn das für ein Fraß? Ich möchte Wildschwein. Wildschwein ist mein Leibgericht. Wildschwein ist mein Leibgericht. Ui. Nektar und Ambrosia. Lol. Hey! Was für ein Idiot wirft da wieder Bomben nach uns runter? Ach, hier geht's nicht mal weiter. Bacon! Oh! Ab einem gewissen Fallschaden sind wir gleich ganz tot. Was auch wieder Sinn macht. Also wenn solche Sachen passieren, da kann man sich eigentlich nicht aufregen, weil das ja eigentlich nur logisch ist. Nein. Ich glaube, einen Versuch machen wir noch. Was habe ich denn da noch auf meiner Liste? Einen Versuch machen wir noch. Und dann geht's auf der Liste weiter. Wir wollen ja heute noch Horror sehen. Wir wollen halt noch übelsten Horror sehen. Das absolute Horrorspiel habe ich mir vom Schluss aufgehoben. Was sicher interessant werden wird. Nein, Toki doch nicht. Toki ist doch auch kein Horrorspiel, Toki ist schön. Wenn ja der Lobster mal reinschaut, dann muss ich ja Toki mal durchspielen. Bei dem habe ich gleich mal geschrieben. Wenn er mal reinguckt, spiele ich Toki durch. Ah, du Idiot! Zieh dich da noch hoch! So ein Kasper.
Nein. Nein, nein, nein. Oh, ja, Love the Plane, das seucht da rein. Ui, wenn man von oben auf den Gegner drauf bamsen, ist schon auch platt. Jetzt probieren wir es gleich nochmal. Bams! Yay! Na gut, der Batman hat ja, glaub ich, schon auch so seine 3 Zentner, vermute ich mal. Weil so ein Leichtgewicht ist das ja auch nicht. Oh, bitte. Ganz am Anfang. Ei, 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 ei. Warning, toxic gas. Hey, aufhören. Hey. Nein. Man schießt nicht von hinten dem armen Batman in den Rücken. Das ist feige. Plop. Oh, ah, jetzt kommt der Depp wieder. Hörst du auf? Plop. Plop. Ah. Oh. Einmal runter. Oh, jetzt fallen wir wieder so runter. Bombs. Auf den draufbremsen und machen wir es jetzt. Ja, hey! Boom! Was hast du davon, wenn du nach mir hochschießt? So. Okay, da können wir jetzt nicht hochziehen. Hier drüben. Lop. Nein! Ich glaube aber so, wir müssen eher wieder weiter nach rechts. Da wo die Gegner sind, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Dass da, wo Gegner sind, geht's eigentlich in der Regel weit. So. Uah, zwei auf einmal! Aber das ist keine Gefahr für Batman. Schmeißt der da uns eine Bombe auf den Kopf? Immer auf den Kopf drop in Bottrop. Nein! Ach, wie schade. Aber dann machen wir jetzt das nächste Spiel. Das nächste Spiel, was haben wir denn auf der Liste? Ah ja. Blop, blop, blop. Das dauert jetzt immer eine Weile, bis die Soundsliste geladen ist. Und sie ist auch schön durcheinander, sodass man nicht gleich sieht, was alt und neu ist. Hört das nicht bald mal auf! Was soll dieser Heidenlärm? Ach, reg dich doch nicht auf, Asterix.
Das sind doch nur arme Hunde, die von wahnsinnigen Menschen kaputt gemacht wurden und die dann immer mal wiederkommen, damit wir oder andere... Nein, das ist schon etwas anders. In Wirklichkeit sind wir nämlich Gespenster, die jeder... Ihre Schauermärchen interessieren mich nicht. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ja, nein. Sie werden mir jetzt zuhören. Wir sind gelaufen. Schleudern den Speer. Machen Ringkämpfe, widerstehen Priesterin, Zauberern, Köchen, Bestien, Angestellten, Krokodilen, Geisterschwachen und haben überhaupt noch nicht geschlafen. Also wenn Sie von uns was wollen, Sie alter Knochenkopf, dann kommen Sie gefetzt morgen wieder. Software 2000. Blub, blub, blub. Software 2000 haben wir einige schöne PC-Spiele da ganz am Anfang mal gemacht. Es wird jetzt aufgehört mit der Schneeschmeißerei, sonst sperre die drei Tage ins Kastel. Sperre die drei Tage ins Kastel. Jetzt kannst du. Das Spiel ist etwas merkwürdig. Wieso stirbt er die ganze Zeit? Irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas ist da falsch. Das ist das richtige Wort. Stell vielleicht mal auf Zwei-Player-Modus. Okay. Auf Rechnung genauso. Also wenn wir stehen bleiben, starten wir. Wenn wir uns bewegen, ebenso. Ja, stehen bleiben, tot. Laufen, tot. Links laufen tot, rechts laufen tot, oben laufen tot, unten laufen tot. Irgendwas ist da sehr kaputt an dem Spiel. Oh, Hilfe! Die Musik ist immerhin cool. Das spielen wir jetzt voll bis 19. Das ist noch nicht das Horrorspiel. Ich glaube, bevor es zum Horror wird, sollten wir damit aufhören. Ist natürlich dann auch immer das, wenn man die Spiele nicht testet. Ja. Der Stürzler geht ja bloß spazieren und macht Brotzeit. Stürzler geht auch nur spazieren, macht Brotzeit. Das ist die Winnie, weil wieder mal Brotzeit macht. Die Winnie geht auch noch spazieren und macht Brotzeit. Das war absolut das beste Game, das wir, glaube ich, jemals hatten.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals was Besseres gespielt haben. Aber jetzt geht's dafür mit dem ersten Horrorspiel los. Nämlich mit Dracula. Hoffen wir mal, dass das etwas besser funktioniert. Und dann schauen wir mal, ob da dann heute auch Jumpscares kommen. Oh, wie gestern den Jumpscare, den ich ja leider verpasst habe. Und die Divini wollte mir zuliebe nicht nochmal rumschreien. Ich glaube, das ist deswegen spooky jetzt hier, weil es schon wieder gar nicht losgeht. Wenn die Diskette nicht weggeht. Weil ansonsten müssen wir gleich schon mit dem absoluten Horrorspiel weitermachen. Was ich fast schon befürchte. Weil irgendwie funktioniert das hier nicht. Sieht nicht so gut aus. Nee. Dann könnte ich noch mal gucken, ob ich eine andere ROM finde. Einen Augenblick. Bla 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 bla. Bra 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 bra. Da müssen wir es mal suchen. Gut, ob es das jetzt dasselbe Spiel ist, weiß ich jetzt nicht. Hat jedenfalls auch zwei Disketten, nicht zwei CDs, zwei Disketten. Gucken wir mal. So. Ein Moment. Das kommt schon noch, Herr Bradl. Keine Angst. Wenn wir Pech haben, kommt es früher, als uns lieb ist. Wieso hast du dich da eigentlich so erschreckt? Das Auwitz-Modell. Ja, ja, das haben wir jetzt schon gehört. Aber Horror. Horror kommt doch. Ui, guck, das geht sogar. Dann schreibt mal bitte nach Schweden denen Leute einen Brief oder ruft ihre Boards an. Hi, Huhu, Insider, was machst du denn schon wieder? Oh, Hilfe! Hilfe! Ich hoffe mal, das ist der normale Ladebildschirm.
Lol, ich hätte nichts eintippen sollen. Letzter Versuch jetzt, diesmal tippe ich nichts. Und wenn es jetzt halt nicht funktioniert, dann gehen wir zum absoluten Horror über. Okay. Gucken wir mal, jetzt machen wir nichts. Meine Hände sind weg. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, oh, sieht genauso verrückt aus. Schade, dann müssen wir leider Dracula überspringen. Und kommen gleich zum absoluten Horrorspiel, nämlich Dingsda geht, das habe ich gestern schon getestet. Also Lester muss ich nicht zocken. Dingsda geht. Und ich sag jetzt schon, dass kleinere Kinder oder sonstige Zuschauer mit leichtem Gemüt jetzt vielleicht besser wegschalten sollten oder zumindest den Bildschirm ausmachen, weil da wird es jetzt wahrscheinlich heute Nacht einige Albträume geben. Und ich habe euch gewarnt, also es soll hinterher nicht heißen, dass es keine Warnung gab vorher. Also noch besteht die Möglichkeit wegzuschalten. PCSL Software GmbH. Lester habe ich noch nie angezockt. Das Spiel hier habe ich gestern angezockt und da hat es funktioniert. Jo, und PCSL haben uns so schöne Spiele beschert, wie eben halt Dings da. Familienduell, das wir auch schon gespielt haben. Der Price ist heiß. Und eben halt nun Dingsda. Ja, Dingsda. Oh, jetzt geht's los. Dingsda als Computerspiel nach dem gleichnamigen Fernsehshow. Yay. Original Dingsda Logo, Dingsda Figur und das Titelfoto. Copyright von Tool 1999. Alle Rechte vorbehalten. Oh Gott! Eieieiei! Gut, es sah links und unten links sieht besonders komisch aus, aber auch die anderen. Eieieiei! Weg damit. Ja, absolut. Deswegen sage ich ja, das ist jetzt das absolute Horrorspiel. Wir machen zwei Spieler. Einmal Toss. Jupp. Team B. Herzlich willkommen bei Dingsda, einen wunderschönen guten Abend. Leider haben heute Abend nur zwei Kandidaten rechtzeitig das Publikum erreicht, das Studio erreicht. Toss spielt deshalb allein als Team A und Insalber als Team B. Stars in diesem Spiel sind natürlich Kinder, die das Dingsda erklären. Wir wollen also gleich mit dem ersten Begriff der Eröffnungsrunde beginnen, den uns jetzt Stefan, 7 Jahre aus Basel,
vorstellen wird. Die erste Erklärung ist von Toss. Es geht um 15 Punkte. Na, also, da stehst du in der Früh zu spät auf und da ist der weil du sonst aufs Frühstück verzichten musst. Ohne Missionstomograph. Okay. Welcher Begriff wird hier beschrieben? Ihr dürft gerne mitraten. Ansonsten müssen wir uns halt nochmal einen Tipp anhören. Außer es weiß jemand schon die Lösung. Nachdem uns gerade so wunderbar erklärt worden ist. Wenn wir in der Früh zu spät aufstehen und nicht mehr kacken können, weil wir sonst das Frühstück verpassen würden. Und hallo Power Slayer, du kommst genau richtig zu Dings da. Und darfst gleich das erste Dings da uns erraten. Ich glaube, wir lassen uns nochmal einen Tipp geben. Jo, wir müssen gar nicht traurig sein. Robert 8 aus Sturgert. Ja, weil man nicht kacken kann. Ja, warum nicht? Ja, wenn man zu spät aufsteht. Also, das haben normalerweise nur Erwachsene und die bekommen einen Herzschlag, neue Herzschnitt machen oder so und dürfen dann nur noch aufladbare Batterien verwenden. Also auch viel schlauer sind wir jetzt auch nicht. Ach so, nicht der Insider muss das jetzt wissen. Ja, Insider, was ist das für ein Begriff, den ich dir gerade erklärt habe? Gott, das Spiel ist ja noch komplizierter als Familienduell. Ich glaube, deinem Affenkopf zufolge kannst du auch noch nichts sagen. Weiter. Das könnte natürlich sein. Okay, der nächste Begriff. Frank, 5 Jahre aus Dresden. 5 Punkte. Also, wenn man das gehabt hat, dann ist man am Abend müde. Legt die Füße hoch und isst Kartoffelchips. Und wenn dann die Kinder immer stören und sich streiten, hat man wieder Ups mit den Kindern und ärgert sich. Wie wenn man, wenn man das gehabt hat, dann ist man müde am Abend. Legt die Füße hoch und isst Kartoffelchips. Und wenn man dann die Kinder
einfach stören und sich streiten, hat man wieder Ups. Ja, Ups ist ja der Begriff, den wir raten müssen. Hat man wieder Ups mit den Kindern und ärgert sich. Ja, wahrscheinlich wird es der Ärger sein, der Sex mit den Kindern, also so komisch ist das Spiel. Stress. Ärger ist doch fast dasselbe wie Stress. Absolut, sind wir nicht beim Epstein und sonst jemand hier. So, der zweite Begriff, Boris aus Bremen. Insider. So, Insider, jetzt pass mal auf. Es kann verschiedene Gründe geben, warum man das hat. Also, natürliche und unnatürliche. Ja. Also, rat mal. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass man das hat. Natürliche und unnatürliche. Was? Ja, der Insider möchte was sagen. Das war der Hinweis. Und du hast, deine Antwort war was? Nein, Insider, das war nicht was. Könnte man zwar auch denken. Jetzt kommt Zähne natürlich etwas spät. Es könnte natürlich passen. Na, aufgelöst worden ist es jetzt auch nicht. Thomas 7 aus München. Ja, grüezi Türken. Da an schönen Gartenzaun ist und und ein Traktor fährt da drüber. Na, was ist dann im Zaun? Siehst und selbe ist bei mir gewesen. Nur hab ich keinen Zaun im Mund. Habe den Begriff. Jo, ich weiß es. Ein Loch. Was? Aber wenn doch der Traktor einen Zaun fährt, hat man doch ein Loch im Zaun. Und ein Loch hat man doch auch im Mund, in den Zähnen. Ah, Andrea aus Kiel. Insider, hör mir mal zu. Na, also, nehmen wir mal an, ein Eishockeyspieler bekommt den Puck in den Mund geschossen. Ja, Blut spritzt und so weiter. Und wenn der den Puck ausspuckt, kommen da noch so ein, zwei Beißerchen mit. Und wenn der dann lacht, hat der halt eine
So, Insider, dann gib mal jetzt deinen Tipp ab. Ich warte auch extra die 10 Minuten ab. Lücke. Ich hätte jetzt auch Lücke gesagt. Zahnlücke. Ach so, ein Quant. Ah ja, absolut. Ach so, ein Quant. Oh. Also, Und die Gabel ist in die Ente gefallen, weil die Ente nicht gehorcht hat. Ja, so klingt es gut. So klingt es gut. Mhm. So, und jetzt klappt's mir nicht mit dieser Lügerei. Himmel, Birnbaum und Hollandrad. Pfui. Pfui, Leute. Typisch Wasserbad. So, für 15 Punkte wird so ein Hektor 2, ja, also wie ein Zweijähriger was erklären will, außer dass er bla 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 und so, also was herbrabbelt. Wuff, wuff, anders. Nicht wuff, wuff haben. Wuff, wuff. Jetzt muss ich allerdings jetzt nochmal lesen, weil vor lauter Wuff habe ich jetzt gar nichts verstanden. Also, das haben nicht alle Leute, das brauchen nämlich nur die, die etwas. Wuff, 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 wuff. Etwas anderes nicht haben. Ich kann noch nichts sagen. Soll das auch sein, so ein Blödsinn? Ich bin Salvo. Krieg! Da hat uns einer den Krieg erklärt! Daniel 5 aus Oggersheim. Echt Moment mit Kohl. Man kann das abnehmen. Also, wenn du ins Bett gehst, ist es ja dunkel. Da brauchst du das dann wirklich nicht. Ja, Insider. Man kann das abnehmen. Brille. Nee, Brille ist es leider nicht. Brille ist leider falsch. Fünf Punkte gibt es jetzt noch. Es gibt davon auch kleinere, die heißen Torpedo oder so. Aber wenn du gar keine Haare mehr hast und du aber nicht darauf verzichten willst, musst du dir eine Haarmütze besorgen. Ah, keine Ahnung. Das ist ein künstliches Skalp sozusagen. Also wenn das jetzt nicht Perücke ist, streich ich durch. Oh.
doch. Heieieiei. Das waren jetzt anscheinend immer die Erklärungen von Perücke. Ja, gleich kommt noch Greta, aber dann gehen wir wirklich alle. Für 15 Punkte Tina aus Wuppertal! Yay! Na, derjenige, der das erfunden hat, der hat genauso viel Klugheit gehabt wie der Erfinder der Büroklammer. Jo, also derjenige, der das erfunden hat, absolut, dann gibt's Ärger. Oh, da wird mein Kanal gesperrt. Obwohl, wir haben ja schon mal Mickey Mouse gespielt. Ja, Insider, weißt du den Begriff? Möchtest du das nun erraten? Derjenige, der das erfunden hat, hat so viel Klugheit gehabt wie derjenige, der die Büroklammer erfunden hat. Gib mal einen Tipp ab oder gibst du den... Oder möchtest noch weiterraten? Glühbirne. Dann geben wir mal Glühbirne ein. Nee, könnte man zwar auch denken, Insider, aber das ist nicht dieses Dings. Ja. Okay, jetzt geht es noch um 10 Punkte. Viola aus Hamburg. Gott, das ist aber, sieht nicht wie Viola aus. Früher haben das nur alte Opas getragen. Und heute ist es modern. Und manche tragen das nur aus Mode. Ist das für eine Brille? Nee. Wir haben das nur alte Opas getragen. Uniform. Auf jeden Fall kommt jetzt die letzte Erklärung zu diesem Begriff Insider. Katharina aus Düsseldorf wird uns die jetzt geben. Also aufpassen. Also, wenn der Opa das nicht hätte, würde ihm ständig die Hose runterrutschen. Und deswegen schnallt er sich diese Gummis an. Bist du sicher, dass du Gürtel nehmen willst? Wenn er sich Gummis anschnallt, der Opa, wenn es zur Oma geht. Ich warte mal noch schön ab, ob noch was anderes als Gürtel kommt. Ja, Gummis an. Der Opa schnallt sich Gummis an. Und die Frage ist, bleibst du bei Gürtel, ja oder nein? Weil ich würde nicht Gürtel sagen. Hosenträger, ja? Das hätte ich auch gesagt. Und es ist richtig!
in Salva dieses Dings da gefunden. Gratuliere! Läuft! Oh, als nächstes erwartet uns jetzt die beliebte Schnellrate-Runde. In der zweiten Runde gibt es für jeden richtig geratenen Begriff 10 Punkte. Ich lese zu jedem gesuchten Dings da maximal 3 kurze Erklärungen von Kindern vor. Nach jedem Satz kann man dann einen Lösungsvorschlag machen oder eben weitersagen, wenn einem nichts einfällt. Jeder Kandidat, der die Schnellraterunde spielt, hat insgesamt 3 Minuten Zeit. Es kommt darauf an, so viele Begriffe wie möglich zu erraten. Gottes Willen. Die Zeit läuft. Oh je, der arme Insider mit seinem Delay. 3 kurze nur. Die echten wiegen 3 Cent noch. Weiter. Das ist was für Knackuch. Nuss. Was? Oh, ich wollte noch gar nichts trinken. Die haben dicke Mauern. Chinesen. Das sind hässliche Schlösser. Vorhängeschloss. Ein Schließschloss. Da haben Ritter gewohnt. Burg. Yay. Man kann das nicht einfangen. Licht. Da sind Molkekühe draus gemacht. Milch. Die wohnen in einem Kraftwerk. Elektronen. Was? Manchmal schmatzt es ganz gewaltig. Schwein? Aber Schwein ist doch nicht. Im Film dauert das immer viel zu lange. Werbung. Ach, das ist der Vorspann. Das macht man mit 2 Mündern. Küssen. Ja, alles falsch. Wir haben es. Nein. Das gibt es auch aus Papier. Schiff. Was? Dafür gibt es Geld. Schwein mit Schlitz. Das kommt aus der Wand. Wasser oder der Strom, das ist in der Lampe, Birne. Dafür, ne, das brauche ich für meinen Computer. Strom, hey, läuft. Das hat 4 Beine. Tisch, ja, ein Tisch hat 4 Beine. Es lebt in der Wüste. Kamel. Manche haben ein Fahrrad. Radfahren. Es ist wie ein Glücksschwein. Sau. Den Kaminfeuer. Kaminkehrer. Immerhin 50 Punkte. Wow. Ich glaube, ich spiele die Runde auch für dich, Insider, weil mit deinem Delay wäre das nicht so passend. Was kommt aus der Wand? Strom. Hey, das stimmt sogar. Der hat immer Sonnenbrand. Der Sonnenschirm. Falsch. Nachts ist sowas auch im Himmel. Stern. Der läuft immer seitwärts. Turm.
Es ist innen hohl und außen hart. Inside. Das ist kein Teller. Tasse. Auf zum nächsten Dings da. Ein Auto braucht sowas nicht. Füße. Oft verrostet. Nagel. Auch falsch. Schiffe lassen ihn ins Wasser hängen. Anker. Yay. Der ärgert Mami. Papi. Deshalb kommt die Putzfrau. Dreck. Dafür gibt es einen Sauger. Staub. Hey, ui. Bald hast du mich eingeholt. Die Pelle davon ist rutschig. Wurst. Wurstpelle ist rutschig. Die wird ganz schnell braun. Banane. Nee, stimmt sogar. Oh, eine Minute noch. Der weiß alles über mich. Lehrer. Nö. Der hat immer einen Sack dabei. Der Nikolaus. Den gibt es auch als Schokolade. Nikolaus. Nikolaus hat auch einen Sack dabei. Das ist ein Fingertrainer. Dingens. Ich soll das wegen der Musik lernen. Ton. Wir haben so einen alten Klimperkasten. Klavier. Ui, stimmt. Nächstes Dings da. Da drin ist fast alles grün. Insider. Das ist wie in einer Sauna. Insider. Da wohnt Tarzan. Dschungel. Punkte für Insider. Woo. Yay, gewonnen! Oh, wir kommen nun zur alles entscheidenden letzten Runde. Nur das Team, das als erstes auf den Klingelknopf drückt, kann auch als erstes 20 Punkte machen. In dieser Klingelrunde ist Geschwindigkeit sehr wichtig. Ihr solltet doch keinesfalls voreilig klingeln. Wenn ihr das Dings da dann nämlich nicht richtig geraten habt, gibt es überhaupt keine Punkte für euch. Das andere Team darf sich dann zurücklehnen und die restliche Umschreibung in aller Ruhe bis zu Ende genießen. Okay, man sollte sich dann so recht sicher sein. Ja, was ist der Klingelknopf überhaupt? Martina aus Rostock. Na, also, da hat man so ein Brett. Surfbrett. Und dann so ein Gerät. Naja, das können die Frauen. Bügeln. Ja, Frauen können doch bügeln, oder etwa nicht? Also, früher hat man's übers Feuer gehalten, dass es heiß wurde. Also, damit macht man so die Hemden so glatt.
jetzt für das Bügeleisen sein. Jo, 20 Punkte für Insider. Zweite gängige Begriff, Viola aus Hamburg. Die hatten wir doch schon mal, dieses hässliche Kind da. Man kann es wie eine Handtasche tragen, obwohl es keine Handtasche ist. Warte doch mal ab. Ich würde das auch gerne haben. Aber die Nachbarn würden dann böse sein, weil sie nicht taub sind. Der Mozart hat das lernen müssen, weil man noch keine anständigen Spiele gab. Und da hat er sich das unters Kinn geklemmt und losgespielt. Geil. Ja, ich wollte gerade eben noch drücken, dann war es schon vorbei. Frechheit. Martina aus Rostock wieder. Man kann sich den da holen oder die schicken ihn. Das ist eigentlich egal. Wichtig ist, was drin steht. Kleine Kinder haben so einen noch nicht. Aber später, wenn ich so groß bin und arbeite, krieg ich ihn auch. Also, das gibt dir zum Beispiel die Hydrobank. Da steht drauf, was für Geld auf diesem Ups ist. Am Ende klingt es wie Anzug. Ah ja. Kontoauszug. Yay! Gespannt, ob wir den Insider noch reinholen können. Oh, wieder der Daniel aus Oggersheim. Also, das kann so rund sein und ist ganz groß, so 4 Meter oder so, oder 20 Meter. Also, wenn das mal wirklich kommt unter
unterbrechen die das Fernsehprogramm, weil das so wie die Maueröffnung ist. Das Spiel macht ja hier Propaganda. Stell dir vor, ein Trabi landet auf dem Mars und die Marsmenschen sehen das. Das haben die ja noch nie gesehen, vorher gesehen. Und die wissen ja nicht, was das ist. Für die ist das ein Ups. UFO. Oh, das war heute bereits unser letztes Dings da. Gewonnen hat heute Team B mit einem Endstand von 95 zu 75. War sehr anstrengend. Ja, Spaß hat's mehr oder weniger gemacht. Auf Wiedersehen. Max Redner. Oh, 20 Minuten haben wir noch. Sollen wir nochmal Glücksrad spielen zum Schluss? Das hatten wir jetzt die letzten Wochen doch immer zum Abschluss. Und zum Glücksrad. Noch ein Stückel. Und da können wir auch wieder schön mitraten. Und es passt da gerade immer so von der Zeit her, so 20 Minuten. Punkt, Punkt, Punkt mit Mike Krüger. Gibt es das auch noch vom Amiga? Weil dann würde ich das dann für nächste Woche einplanen. Jo, ja sehr gut, dann nehmen wir das doch für nächstes Mal auf die Liste. Und dann spielen wir es da. Unser Mike. Taste drücken. Den Ton habe ich immer noch nicht korrigiert. Ember Moon. Ja, aber Ember Moon, das kann man nicht nur so kurz mal spielen. Das ist ja ein Langzeitprojekt. Jump'n'Run. Ja, dann sucht Jump'n'Runs und sucht er welche aus. Einen Spruch suchen wir heute. Fangen wir mit dem Richard an. Zweimal. Möchte schon jemand lösen, weil ansonsten drehen wir nochmal einen Spruch. Ja, noch ein Stückchen, sehr schön. Das S wie Siegfried haben wir zweimal. Ah, jetzt wird es schon mal ein bisschen klarer. Drehen nochmal. 300, Teddy, Theodor. Die letzten werden die ersten sein. Stimmt sogar. Sehr schön.
Dann können wir uns jetzt noch ein bisschen Geld anhäufen. In die Nordpol. Genau, die letzten werden die ersten sein. Sehr schön, Herr Dadl. Dich melden wir gleich zum Glücksrad morgen an. Bankrott. Elvi Ludwig, Onkel Ludwig. Oh, drehen wir nochmal. Weil wir wissen ja, wenn wir in den nächsten Runden immer beschissen werden. David Dora. Komm, einmal drehen wir noch. Einmal drehen wir noch. 300. Oh, ein extra Dreh. Jetzt dürfen wir halt bloß nicht auf Bankrott kommen. Aussetzen wäre in Ordnung. Aber Bankrott. 1000. Dann nehmen wir natürlich das W wie Wilhelm. Ach komm. Ich bin halt bei Zockerlaune. Und dann nehmen wir auf 150 auf das Z mit Zeppelin. So. Jetzt sind nur noch Vokale, genau. Dann lösen wir jetzt. Die letzten werden die ersten sein. Bravo! Das ist schon mal kein schlechtes Polster. In dieser Runde kein Extra-Dreh. Gesucht wird ein Titel und Andreas beginnt. Gibt's jetzt schon mal einen Tipp ab, Danny? Einen Titel? So viel verschiedene gibt's da ja nicht. Ja, komm, komm, ja, noch ein Stück, sehr schön. Christine ist die Nächste, die jetzt ihr Glück versucht. 200. So, aber ich glaube, jetzt kann ich doch lösen. Oder das. Oder der. 300. Oder wie Richard. Ui, dreimal. Aber ich glaube, jetzt kann man es lösen. Kauft es A wie Anton. Die Röhre. Die drei Tenöre. Die wunderbaren Jahre. Jo, stimmt. Jetzt hoffen wir, dass es die Christine nicht weiß. Einmal vor. Ja, kauf ruhig noch ein Vokal. Nee, sie dreht. Schauen wir das Schöne, man kann jetzt hier vom Computer die Maus so verstecken. So. Und dann zieht er sie einfach hoch. TV Theodor, komm nicht vor. Oh, jetzt können wir noch unser Punktekonto etwas ausbauen. Indem wir das Baby Bertha nehmen.
A wie Heinrich. Perfekt. Oh. Nein. Oh, wie schade. Außerdem nur noch zwei Buchstaben drin, die Geld bringen. Also von daher können uns die zwei eigentlich nicht mehr gefährlich werden. Ja, gib dein Geld ruhig aus. Hier soll es recht sein. Oder es heißt vielleicht die sonderbaren Jahre. Weil es genau... Oh, löst. Nö, es sind doch die wunderbaren Jahre. Und nicht die sonderbaren Jahre. Weil es sonderbare Jahre. Runde 3, 5000 Tischbetrag, 2 Bankrott, 2-mal aussetzen. Wir suchen eine Gruppe. Bitte, Danny, gib jetzt schon einen Tipp ab. Welche Gruppe kann das sein? Die Kastelruder Spatzen? 1000. Ah, ein N kommt nicht vor. Sehr schön. Und wir bekommen die Chance auf 400 RW Richard. Einmal. Aber ich glaube, jetzt kann ich schon mal die Lösung reinschreiben. Ich drehe in der Zwischenzeit weiter. Und hallo, Nessie! Nein, nicht bankrott! Jetzt haben wir gerade so schön dabei, das Rätsel zum Lösen. 2,50. In Devidora. Aber jetzt, Danny, jetzt müsst ihr doch wissen. Deutsche. Das erste ist bestimmt Deutsche. Deutsche Trabrennbahn. Deutsche Kuckucksuhren. Ja, das erste muss Deutsche heißen. Moin, Nessie. Deutsche Deutsche Brombeeren. C. Jo, also wie gesagt, in der ersten Zeile, wir suchen eine deutsche Gruppe. Deutsche Hamhasager. Deutsche Hamtaro Fanclub. 2,50. S wie Siegfried. Deutsche Fronthilfe. Nee, geht nicht rein. Fronthilfe. Deutsche. Deutsche Bra. Treuhand. Nö, nee, Treuhand passt auch nicht rein. Deutsche Bank. Nee, M kommt auch nicht vor. Deutsche Mähdrescher. Deutsche Presse. Nee, Presse ist auch nicht. Sonst hätte ich gesagt, Deutsche Presseagentur, auch das passt ja auch nicht rein. Deutsche. Aber wir nehmen auf jeden Fall das H wie Heinrich, weil das wissen wir, dass das kommt. Deutsche Krebshilfe, nicht Oreo-Seuche. Deutsche Krebshilfe, die wird gesucht, die deutsche Krebshilfe. Weil mit der Hilfe des... Nein, schon wieder aussetzen. Solange der Computer nicht auf 5000 kommt, ist alles in Ordnung. Oreo-Seuche.
Magst du Oreo nicht? Ich finde Oreo ganz lecker. Nom nom Oreo. Guck, Nessie mag auch Oreos. Welche Oreos magst du dann, Nessie? Die ganz normalen? Oder die, wo dann noch mit Schoko umhüllt sind? Da gibt es ja dann auch mit weißer Schoko oder mit dunkler Schoko. Oh, ein A wollte sie kaufen. Ach, nur die normalen sind vegan. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ob die dann. Aber scheint auch irgendwie Schoko, ne? Halt doch. Oder in dieser Schokocreme ist da keine Milch oder Milchpulver oder sowas drin. Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte jetzt Oreo gar nicht vegan. Sind die safe? Weil ich hätte es jetzt wegen der Creme, die da drin ist, hätte ich es jetzt gar nicht als vegan eingeschätzt. Aber das, wenn die Schokolade außen drum rum ist, dann wird es gefährlich. So. Und jetzt lösen wir. Die deutsche Krebshilfe. Und wir stehen in der Bonusrunde. So, ihr dürft euch wieder was raussuchen. Wollen wir das Goldkollier im Wert von 25.000 Mark? Die komplette Einbauküche zum Wert von knapp 14.000 Mark. Oder holen wir uns den richtig dicken Geländewagen SUV im Wert von 35.000 Mark. Sucht euch was raus. Der Erste, der was schreibt, gewinnt. Ich nehme die Einbauküche, das Goldkollier und für den Günther den Geländewagen. Das war immer so klasse, wenn die dann im Einkaufen durften. Ach komm, wir nehmen den SUV. Und Bereich Natur. Wir nehmen natürlich wieder das Ernstl. Und dann gucken wir mal. Natur. Oh, das sollte man eigentlich raten können. Gürteltier. Was? Wo habe ich mich jetzt vertippt? Ach, Murmeltier. Ja, aber Gürteltier hat auch gepasst. Murmeltier. Nein, Gürteltier hat nicht gepasst, weil das T da hinten war. Irgendwas so voreilig. Ah, weiß, oh, was blöd. Aber macht nichts. 7-2 ist auch nicht schlecht. Da stehen wir immer auf Platz 4. Die Spannschrauben muss her, und zwar sofort. Jo, dann war's das ja eigentlich schon wieder für heute. Jetzt haben wir schon wieder 19 Uhr. Morgen geht's dann wieder um, 16.30, 16.45, je nachdem wie ich Feierabend mache. Und mit dem Xbox-Controller weiter. Und dann muss das allerdings durchgehen, weil dann gibt es keine Ausreden mehr hinsichtlich schlechtem Equipment. Jo!
dann sage ich danke fürs Zuschauen heute. Bis gleich beim Insider und wir sehen uns morgen dann wieder. Dann, Moment, ich schreibe gerade noch auf. Wie war's? Punkt, Punkt, Punkt. Dass wir nächste Woche spielen wollen. Gleich in meine Liste aufgenommen. Schönen Abend auch ebenso. Und dann hosten wir doch rüber an den Insider. Und gucken, was der heute wieder anstellt. Jo, bis dann. Tschüss.